Dort, Mac. Der Sturm hat jede Menge Sand verweht. Seltsam. Ich empfange ein Signal von einem alten Notsender hinter dem Tor. Der Sturm muss wohl das Signal blockiert haben. Komm schon, Mac. Wir sehen uns das mal an. Oh oh. Okay, da ist wohl jemand, der nicht so erfreut darüber ist, dass wir hier rumlaufen. So, die Welt von Neu-Eden. Der Sand hat sich bewegt und neue Abenteuer offenbart. Du kannst jetzt nach Belieben abseits der Haupthandlung, okay, die Welt erkunden. Suche nach versteckten Verließen, in denen herausfordernde Gegner reichlich Beute bewachen. Sammle Baupläne, Fertigungsmaterialien, Kerne und Erfahrungspunkte, indem du umherziehende Kernbots besiegst. Okay, Upgrade. Deine Kernbot-Begleiter an der Werkbank. Aha, okay, Upgrade. Der Sektor ist voller aggressiver Kernbots, Mac. Bevor wir weitergehen, sollten wir zurück zum Crawler, damit ich bessere Teile für dich bauen kann. Okay. Drücke Pausenmenü und von dort aus kannst du zurück zum Crawler auswählen. Okay. Und was ist das hier? Violet, ich muss weitermachen. Violet, wäre auch ein cooler Hausroboter, oder? Hallo, versteht man zwar kein Wort, aber ist lustig, ne? So als Partygag. So, wo sind wir denn hier? Also wir können hier anscheinend schnell reisen. Tyrannen, Schmiede, Jules, Crawler. Waren wir da schon drin eigentlich in dieser Höhle da? Violet, hm? Waren wir da schon drin? Anforderung 4 von 75. Ah, da, ja, 0 von 2 Schätzen, alles klar. Und hier haben wir 3 von 4 Schätzen, 5 von 8 schon gesammelt, alles klar. Also so, das heißt, hier waren wir noch nicht drin. Gehen wir dann jetzt erstmal wieder zu Jules Crawler zurück. Und gucken mal. Oh, dafür gibt es sogar einen Erfolg, dass wir die Schnellreisefunktion benutzt haben. Die Ladezeiten sind ein Ticken lang bei dem Spiel. Aber dafür, dass es ja... Ich finde es nicht so schlimm. Also dafür, dass man ja ansonsten halt in dieser offenen Welt rumläuft, hat man ja nicht so oft diese Zeiten... Ladezeiten dazwischen. Ich denke mal, das ist dann okay. Man kann die Zeit dann nutzen, aufstehen, ein paar Liegestützen machen. Sehr schön, alles gesammelt. Oh, guck mal, Violet ist mitgekommen. In unser Zuhause. So, unsere Werkbank, wo ist die? Was ist das hier eigentlich, unser Bett? Können wir da auch uns hinlegen, ein bisschen ausruhen? Nee. Ja komm, wir gehen an die Werkbank. Wir gucken mal, was es so für dich gibt. Was wir da haben. So, wir gehen erstmal hier Bauplan Forschung. Und abgeschlossene Baupläne sind hier unten und hier oben sind jetzt die. Also. Rote Knochenverstärkung. Wir hätten jetzt hier weißen... Wildfangkopf, ne? Knochenjäger. Ah, Mist. Guck mal, da abgenutzte SP-Feder. Also können wir das leider nicht nehmen. Dann würde ich mal sagen, wir komplettieren mal das Rote. Bam. Ja. Das war's auch schon. Dafür brauchen wir noch abgenutzte K9-Ventile. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir können jetzt nichts mehr machen. Aber wir können das hier mal upgraden. So. Siehst du, da oben hat er jetzt das Teil. Dann ist er wenigstens schon mal da ein bisschen besser. Also warte mal, was ist das eigentlich hier?
Ach ne, Kern wechseln können wir noch gar nicht. Wir haben noch keinen anderen Kern, okay. So, was haben wir hier? Kernfusion. Mach deine freundlichen Kerne leistungsstärker, indem du sie mit Kernen, die du von gegnerischen Kernbots extrahiert hast oder gesammelten Kernsplittern fusionierst. Okay, also rote Fusionsenergie dient zum Aufrüsten des Angriffs deiner Kerne, wodurch sie im Kampf mehr Schaden machen. Okay, gelbe zur Verteidigung. Okay, blaue dient zur Aufrüstung der Energie deiner Kerne, wodurch sich die Aufladerate für tödliche Angriffe erhöht. Okay. Mit zunehmendem Level deiner Kernbots können sie mehr Funktionsenergie aufnehmen. Also rüste deine Kerne so oft wie möglich mit gegnerischen Kernen auf. Okay. Machen wir das doch, oder? Ja. Ah, okay. 5 Stück brauchen wir dann jedes Mal hier für ein Level. Ich mach mal hier nochmal Angriff. So, pam. Wie viel haben wir denn davon? Ach, da oben steht die Zahl. 200. Okay, machen wir mal hier den Angriff stärker erstmal. Wir haben ja bisher eh noch keinen anderen Roboter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da oben sparen sollten. Ich glaube aber, braucht man nicht so viel sparen, oder? Ja, man muss hier tatsächlich einzeln durch. Ja, dann lege ich mal den Controller hin, damit ich hier schneller drücken kann. Das dauert ja echt sonst lange, ja? Ich weiß nicht, wie viel... Max... Ah, Max Level 100... ich brauche nur einmal drücken am Anfang. So, das war's. Ich mache einfach mal alles rein. Ne, wir sammeln die Teile ja sowieso. Und dann machen wir ihnen jetzt mal Max Power, die wir ihm jetzt hier so geben können. Auf jeden Fall schon interessant. Ich bin mal auf die anderen Roboter gespannt. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir die jetzt kriegen. So, das war's. Änderung annehmen. So, jetzt sind wir natürlich einiges stärker als vorher. Und wir gucken mal in unser Lager. Die Materialien in den Jules Inventar werden jedes Mal... Ja, das wissen wir ja. Bla, bla, bla. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall hier jede Menge Platz. Okay, ja, dann würde ich mal sagen... Gut siehst du aus. Und jetzt wieder zu diesem Notsignal. Okay, haben wir hier ein bisschen gepimpt, unseren Kleinen, und jetzt können wir hier wieder raus. Ich würde jetzt gern mal in die Richtung gehen von der Höhle. Ein gefallener, freundlicher Kernbot steht irgendwann von alleine wieder auf. Reaktivierst du ihn jedoch manuell? Okay, so schnell konnte ich nicht lesen. Aber das haben wir ja eben gemerkt, oder was heißt eben, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber da ist Mac ja gestorben. Und ich musste ja flüchten. Also, ich hatte panische Angst, um das so auszudrücken. Nein, und Mac ist dann ja wieder alleine wach geworden. Ah, okay. Mit X können wir den zu uns rufen, damit er sich schneller quasi wieder auflädt und den tödlichen Angriff auch wieder schneller auflädt. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. So, Ladezeit. Oh oh. Ah. Boah.
Oh mein Gott. Puh. Geht ja direkt jetzt richtig zur Sache. Wow. Wahnsinn. Da verlässt man gerade das Haus und schon wird man überfallen. Meine Güte. So, ich wollte mal auf die Karte gucken. Ah, guck mal, hier sind ganz viele... Prismatischer Kern, okay. Und in diese Richtung. Wird die Karte eigentlich... Schade, dass hier keine Minimap angezeigt wird. Wow. Voll angreifen. Genau, volle Kanne angreifen. Und schön immer die ganzen Kerne hier sammeln. So. Ah, eine Minimap fehlt ein bisschen. Siehst du, jetzt gehen wir nämlich in die falsche Richtung. Da wollte ich nämlich nicht lang. Da müssen wir lang. Oder? Ja, hier lang. Okay. Ach, dann ist das da oben, diese Höhle. Wie kommen wir denn da hin? Da kommen wir noch gar nicht hin. So weit können wir doch gar nicht springen, oder? Dann müssen wir irgendwie auf diesen dicken Felsen hier kommen. Gucken wir mal. Müssen wir dann hier lang? Ah, hier kommen ja die fetten Gegner, ne? Wow. Oh ja. Ich glaube, die kriegen wir immer noch nicht kaputt. Ja, ja, ja. Okay, da halten wir uns erstmal fern von. Gehen wir mal hier hin. Was für ein fettes Eingangstor. Einsames Becken, da gehen wir jetzt hin. Ja, hätte ich mich eigentlich ja direkt hin teleportieren können. Da hätten wir uns jetzt die Zwischenladezeiten gespart. Aber wie gesagt... Wie Matthias schon im Chat geschrieben hat, sind das ideale Trinkpausen. Die ich dann auf jeden Fall auch nutze. Der Schlüssel zum Erfolg, aha, das Fertigen von Teilen und die Verbesserung von freundlicher Kernbots durch Kernfusion. Also müssen wir regelmäßig Jules Crawler wieder besuchen, um dann quasi unsere Bots stärker zu machen, damit wir halt hier weiterkommen. Was stand da jetzt? Wie kann ich Gegner mit prismatischen Kernen nur besiegen? Ah, okay. Mit hoher Kombozahl kann ich einige Gegner quasi sofort besiegen. So, jetzt ist auch hier dieser Sandsturm weg und hier sieht schon mal alles sehr viel freundlicher aus. Dadurch, dass wir ja hier den Pylon aktiviert haben. Neues Adventure-Verlies. Okay. Das Brutnest. Anforderung 4 von 4, Level 5. Okay, da können wir doch jetzt mal hingehen, oder? Da gehen wir... hallo.
ihr das gesehen, wie wir den einfach weggeknallt haben? So. Oh, guck mal da. Gibt's was zum Einsammeln? Und da ist eine Kiste. Oh, kommen wir da hoch, oder? Meint ihr, die schafft das nicht? Wow, wir haben es geschafft. Mal sehen, was wir da haben. Cool. Ein Bauplan. Weißer Stechling. FL1R-Kopf. Aha, okay. Das ist für einen anderen Roboter, ne? Cool. So, wo ist jetzt diese Höhle da? Wartet mal, war die nicht hier? Doch, eigentlich schon. Irgendwo hier muss doch jetzt ein Eingang sein. Ich sammle erstmal hier oben das nochmal ein. Ich glaube, wir müssen hier runter. Nee. Aha, hier ist der Eingang, okay. Also doch hier unten, noch weiter unten. Das ist jetzt hier diese Höhle. Also das Brutnest, da gehen wir mal rein. Die Anforderungen sind, erfüllen wir ja. Das heißt, wir müssten eigentlich stark genug sein, um hier zurechtzukommen. Okay? Okay. Natürlich. Das Brutnest. Wenn ein Gegner dich nicht bemerkt, hast du die Chance, seinen Kern sofort zu extrahieren. Ah. Ha. Also wir können uns quasi so Splinter Cell-mäßig anschleichen. Sehr gute Idee. Und natürlich können wir zwischen den Zielen wechseln, während wir eins anvisiert haben. Okay. Da ist er ja wieder, unser kleiner Freund. Hallo. Und wir werden direkt begrüßt. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können direkt oder so? Eine Kiste oder so? So, Violet, möchtest du nicht mal mitkommen? Hm? Abenteuer, große Abenteuer warten auf dich. In dieser Höhle. Na gut, dann gehen wir mal alleine da rein. Okay, ich schalte mal auf Rot hier, glaube ich. Diese blöden Fliegedinger. Okay, hier müssen wir runterspringen, oder? Es gibt hier keinen anderen Weg, ne? Okay, es geht direkt natürlich zu... Ha! Er hat mich nicht bemerkt. Ich habe ihn sofort extrahiert. Ja, her mit der Kugel.